So, ich könnte jetzt nochmal Aladdin probieren. Ich weiß es nicht. Ja, er startet es. Also würde ich jetzt zum Memsize, warte, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Wenn ihr den Mem, wenn die Memory-Größe zu groß macht, dann startet das Aladdin-Spiel zum Beispiel nicht mehr. Ja, mein Memsize mache ich mal auf 40 kurz. Speichern. Ich glaube, ab jetzt müsste Aladdin nicht mehr laufen. Ich glaube es jedenfalls. Aladdin. Da. Ja, XMS Allocation Error. Also, was heißt das? Wir haben einfach zu viel Speicher jetzt da drin, mit dem man nicht mehr umgehen kann. Zu viel Speicher ist auch nicht gut. Deshalb immer zwischen 10 und 30 bleiben, wie gesagt. Okay, speichern. Ich weiß nicht, ob das Bock das kennt denn. Ne, müsste ich nochmal starten. Auf jeden Fall 30. Also lassen denn. Dann müsste das auch starten. So, ja, das war's erstmal dazu. Ich könnte jetzt nochmal gucken, ob ich hier Top Rider irgendwo finde. Weil das ist eben ein Spiel, was ich installieren muss. Das ausschließlich auf Laufwerk C zugreift. Gucken. Und das hat. Vielleicht habe ich es ja auch noch drauf irgendwo. Ich denke mal. Nee, warte. Oder? Doch, da. Was ist da? Tomb Raider Anniversary? Nee. Tomb Raider Stanley Lara Croft. PC. Genau. Den packen nach. Den packen nach. Download das Box CD. Okay. Und. So, dann zeige ich euch noch Tomb Raider, was ihr da beachten müsst, wenn ihr es abhakt. Ich hätte es ja schon vorbereiten können, aber ich wüsste jetzt noch nicht, was ich jetzt noch erzählen sollte da. Kann ich reinschreiben eigentlich. Image Mount E. Punkt. CD Tom.Q minus T CD-ROM. Mischdatei nicht gefunden. Achso. Scan. Jetzt müsste es da sein. Achso, ja. Bevor ich das hier wieder 10.000 Mal schreibe. So. Knackt. So, Laufwerk E. Dir. Install. Ganz normal. So. Was wir jetzt feststellen, ist, dass die Installation schon in einer Grafik stattfindet. Tomb Raider auf Laufwerk C. Soundkarte, Soundblaster 16, 22, 1, 7. So, auf ins Abenteuer. Punkt genuckelt. Weiter, einstellen, speichern. Fertig. CD, dir. Und genau, da haben wir es. Da sind mir die Einstellungen gespeichert. Immer auf Laufwerk C. Edit. Tom. Pass. Da ist mich der Pfad drinne, wo Tomb Raider gerade liegt. Ansonsten könnt ihr das vergessen, sonst würde das Spiel nirgendwo starten, wenn ihr Laufwerk C nicht hättet. So, ich will jetzt mal Tomb Raider starten. Tomb Exe. Funktioniert auch wunderschön. Hier hakt es ein bisschen. Weil Videosequenz, ich glaube,
Irgendwelche FMV-Shows sind das, veraltete. Da müsste man die Speed wieder auf Auto setzen, damit es flüssig läuft. So, Musik haben wir auch. Was wir hier jetzt feststellen in der Detailgrafik, wir können niedrig, mittel, hochstellen. Bei einer 3DFX-Version von Tomb Raider 1 könnten wir auf Mid-Mapping umschalten. Das würde noch schöner aussehen, denn weil so sieht Tomb Raider echt wirklich eckig aus. So, und jetzt ist mir die Grafik oder die Geschwindigkeit richtig, richtig runter. Nochmal ausschalten. Ups. Die DOSBox-Konfiguration nochmal öffnen. Bla bla bla. Runter, runter, runter. Und hier den Kern wieder auf Auto setzen. Und die Zeitkette auch wieder auf Auto setzen. Und dann müsste das Spiel halbwegs wieder flüssig laufen. So. Image wieder einbinden. Image Mount. E. CD Tom.Q-T CD On-UCD 0. Dieses UCD 0 sagt einfach nur, dass es das Standardlaufwerk ist. Nachher, ihr könnt nachher UCD 1 noch machen oder so, solche Scherze. Dann hat er eben zwei CD-Laufwerke und der standardmäßige ist ein 0, also das Masterlaufwerk. Image nicht gefunden, achso. Ah, ja, stimmt, ja. Bei Image Mount geht das nicht. Es geht natürlich nur bei Mount. Also so würde das funktionieren. Ich habe aber leider nur ein Image jetzt. So. Gut, nochmal Tomb Raider starten. Zack, zack. Jetzt haben wir auch diese Knackser im Spiel drin. Musikknackser. Die lassen sich jetzt nun nicht vermeiden. Willkommen bei mir daheim. Lass uns einen kleinen Rundgang. Benutzt die Richtungstasten, um ins Musikzimmer zu gehen. Wie gesagt, die Grafik sieht richtig, richtig schlecht aus. Wir haben Texturfehler hier drin, wie wir hier sehen können. Mit einer 3DFX-Version von Tomb Raider 1 würde das nicht passieren. Ja. Sehen wir hier jetzt. So, haben wir schon eine Seite hier schon. Massig Fehler. Das ist, als ob ich... als ob das hier irgendwie zusammengeklatscht ist. Na gut, wir haben jetzt nicht wirklich eine 3D-Umgebung, sondern wirklich eine gemalte 3D-Umgebung, die gezeichnet ist auf einer 2D-Oberfläche. So, beenden wir. Um das Knacksen rauszukriegen aus diesem Spiel jetzt, das sich automatisch bezieht, können wir nur ein einziges, können nur eins machen, nämlich wir setzen den Kern wieder auf Dynamik und sagen Cycles 18.000 wieder. Wir wissen, hat ja nicht so prima geklappt damit jetzt. Wieder Image Mount E. C. D. Tom. Q. T. C. D. On. So, C. D. Tom. Weiter. Und Tom. So. So. Ton läuft flüssig. Spiel läuft lahm. Bei mir muss ich jetzt so bis 36.000 Umdrehungen umschalten. Auch wieder mit String F12. Bis 36.000. Jetzt müsste es einigermaßen flüssig laufen. Ja, funktioniert auch. Könnte man so spielen. Ohne Probleme. Könnte noch ein bisschen auf 42 machen. Selbst noch besser. Die Musik hat auch keine Knackser denn mehr.
weil es dann mit den gleichen, der gleichen Geschwindigkeit abgespielt wird. Würde ich die Geschwindigkeit noch weiter erhöhen? Ja, ab da stockt es schon. Also 459.000 ist vollkommen übertrieben. Jetzt mache ich wieder runter. Also 42.000 lasse ich. Dann läuft das Spiel eigentlich recht flüssig. Kann man spielen. Ohne Knackser, ohne alles. Ja. Und die von Tomb Raider kann ich auch noch demnächst im nächsten Tutorial auch noch eine erweiterte Fassung vielleicht nochmal zeigen. Oder in späteren Tutorials nachher. Weil ich da mich nachher auch auf eine andere DOS-Box beziehe, die 3DFX unterstützt. Dann habe ich hier nämlich Mipmapping. Und dann sieht das Spiel auch wesentlich schöner aus. So, damit erstmal genug für heute. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Bis dahin.